So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Team Training. Das Spiel ist laut wie eh und je und wir haben im letzten Part, Zero besiegt und hier den Weg nach oben angetreten. Ich bin Zweiter, jetzt wird's ernst. Ja, wird's bestimmt. Oh, Kiwi! Lecker! Stimmt, wir haben jetzt den neuen Angriff, da habe ich gar nicht geguckt, was der macht. Kiwi und Gillian. So, Kidan, was ist es? Ach, das ist der Geisterballangriff. Okay, bedeutet aber auch, Yamchu tritt wahrscheinlich demnächst an seine Grenzen, weil viel lernt er, glaube ich, nicht mehr. So, und zum Schluss Raditz. Nützt da Soki dann irgendwas? Ja, ein bisschen. Aber hier die Wolfszahnfaust, die ist ja unbesiegbar. Wie konnte ich verlieren? Vor allen Dingen, die heißt wahrscheinlich Algie. Kurz vor für Allison, aber das wirkt so ein bisschen, als würde sie Ali heißen. So, Drum fliegt raus, dann trainieren wir jetzt Krillin weiter. Hier ist Nummer 3, das wird nicht einfach. Ja. Sorry Nummer 3, aber du und Nail, ihr könnt verschwinden. Vor allen Dingen Nail ist Pflanze, das bedeutet, mit dem Energieball machen wir hier nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Nail ist keine normale Pflanze. Und ich habe ja gedacht, die Sansoken wäre der Nachbildtrick. Das ist aber tatsächlich die, oh, wie heißt denn? Sonnenattacke. Da entschuldige ich mich bei allen. Ich weiß nicht, ob ihr es mir auch drunter geschrieben habt, aber ja. Wollte ich nur klarstellen. Slug. Es gibt hier wirklich Slug. Oh, Slug, du siehst sehr merkwürdig aus. Ich verstehe nicht, warum meine Feuerattacken auf dich nicht sehr effektiv sind. Das ist Lord Slug aus dem Film. Er nutzt Telepathie. Er liest Gedanken. Ja, schön. Oh, Kampf ist sehr effektiv auf ihn. Ja, Slug hat leider trotz Gedankenlesen nicht viel erreicht. Aber ich wurde plattgestampft. Ja, das wurdest du. So, gerade weiter. Nummer 4, wirst du müde? Nein, ich werde doch nicht müde. Schon wieder ein Nail. Komm, Nail hauen wir jetzt im Schnelldurchlauf weg, weil wir wollen ja heute noch was. Okay, wir wollen mal ein bisschen noch was anderes machen. So, Blade. Und noch ein Piccolo, komm. Bams. Ich glaube, wir gehen nochmal ganz kurz ins Pokémon Center. Ich weiß, Turbo Mode nervt euch, aber ich möchte nicht hier so viele Parts brauchen wie für das normale Pokémon. So, was hatten wir hier? Lord Slug hat eine Schwäche in Kampfattacken. Mit deiner Kopfnuss kannst du uns gar nichts. Krillin ist ein trainierter Kämpfer. Keine Chance gegen Krillin. So, der soll aber jetzt mal ordentlich Erfahrungspunkte rausrücken. Ja, Krillin Level 18. Oh, ist das nicht dieses Tuk-Tuk-Disk? Feuer, Stärke 80. Da mache ich den Karateschlag raus, der ist eh nicht so gut. So. Gratulation, dass du die 5 Trainer besiegt hast. Jetzt kannst du dir den unglaublichen Preis nehmen. Ein Nugget. Möchtest du Team Pilaf beitreten? Wir sind professionelle Kriminelle, die sich auf Überfälle spezialisiert haben. Möchtest du beitreten? Bist du sicher? Komm schon, bring uns bei. Ich sag dir, sollst du beitreten. Okay, du brauchst Überzeugung. Ich werde dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Hallo, Fu. So, wollen wir mal die neue Technik ausprobieren?
Ich habe das Gefühl, Krillin ist jetzt nicht unbedingt der Beste, was Energieangriffe angeht. Krillin ist eher der Nahkampfmeister und er ist jetzt auch fast besiegt, also lassen wir mal den Bären ran. Bär gegen Bär. Body Slam. Komm. Keine Chance. Ah, du bist gut. Bin ich. Danke. Mit deinen Fähigkeiten könntest du einer der Top Leiter in Team Pilaf werden. Denk an deine Möglichkeiten. Verschwende sie nicht. Ich habe deine Füße durchs Gras gesehen. Sehr schön. Ja, verdammt. Problem ist natürlich, Krillin ist hin. So, wieder zurück zum Bären. So. Ja, jetzt möchte ich sehen, was es hier im Gras gibt. Nail, ich will keinen Nail. Ja, komm, hau ihn tot. Egal, wer wen jetzt. Warum gibt's denn hier nur Nail? Ganz ehrlich, ich will hier einen Freezer oder einen Cooler finden. Am besten zwei Freezer, damit ich einen Cooler kriege, weil die kriegt man wahrscheinlich nicht durchs hohe Gras. So. Problem ist, hier finden wir gerade gar nichts. Es ist zwar ein schönes Trainingsgebiet, doch ich fürchte, mehr ist es auch nicht. Ich weiß, hier gab es Pokémon, die extrem selten waren. Okay, nee, das hat wohl so keinen Sinn. Naja, sieht nicht so sinnvoll aus, was hier passiert. Könnte ich mal das Kamehameha nach oben packen. Was bist du denn? Fangen wir doch mal so an. X-Speed. Dann gucken wir doch mal hier oben in dem Gras. Oh, hier gibt's Dodoria. Oh, ja, vielleicht. Okay, Dodoria überlebt ein Kamehameha. Dodoria will ich aber auch ehrlich gesagt nicht im Team haben. Er ist ein grausamer Diener von Freezer. Er ist brutal, oder Untergebener von Freezer. Er ist brutal, aber nicht besonders schnell. Ja, will ich nicht. Ist hier nur Dodoria oder was? Ich will auch gerne mal einen Freezer haben. Oh, hier gibt's Kiwi. Lecker. Masenko. Der überlebt. Dann wird Kiwi jetzt auch gefangen. Er ist ein Soldat der Freezer-Armee. Seine Feigheit ist seine erste Direktive. Hier gibt es einen Zabon. Haben wir einen Zabon schon gefangen? Wir haben ihn im Pokédex. Aber ich glaube, wir haben noch keinen gefangen. Ja. Jetzt haben wir alle. Dieser gut aussehende Kämpfer versteckt ein... Ja, ein hässliches Äußeres in ihm. Oh, jetzt habe ich versehentlich die Verteidigung erhöht. Wollte ihn eigentlich hauen. Oh Gott. Die haben hier alle Steine rausgemacht und haben hier einfach nur die Trainer gelassen. Okay. Aber wir werden sie natürlich alles bekämpfen. So. Einfach machen wir einfach kurz mit Gohan weg. Aber die sind stabil. So. Ich würde sagen, da kümmern wir uns auch gar nicht so großartig jetzt drum. Die hauen wir jetzt einfach kurzerhand weg. So. Piccolo macht das schon, aber wir werden wahrscheinlich nochmal ins Pokémon Center müssen. Ah, das sieht nach Pokémon Center aus. Einen können wir noch machen und dann sollten wir gehen. Bringt sowas von gar nichts.
diese Geisterballattacke. So. Einmal kurz durch. Und wieder hoch. Dich hatten wir, dann. Er ist schon wieder Leon. Ah, diese ganzen Kämpfer hier, ne? Aber Krillin schlägt sich gut. Krillin, ich weiß nicht, Krillin scheint ja keine Entwicklung zu haben. Der ist ja gegen Kampf anfällig. Son Gohan, wärst du so freundlich und würdest ihm gerade mal einen Schlag versetzen? Danke. Läufst du hier rum? Ja, mach ich. Ja, hau ihm. Hau bitte Drum weg. Ich will den nicht mehr. So, Piccolo muss trainieren. So. Ah, verdammt. So, das Schöne ist, jetzt kann ich hinter ihm durchlaufen. Ah, super Guard. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hatte das Gefühl, ich wusste, ich würde mit dir kämpfen. Schön für dich. Wir wollen ja heute noch was erreichen, deswegen mache ich das alles im Schnelldurchlauf, nur dass ihr euch nicht wundert. Das sind ja alles unwichtige Kämpfe. Es geht so schnell mit dem Bärfief, er ist so übel. Die Erde ist so friedlich. Auf Namek haben viele Tyrannen den Planeten versucht anzugreifen. Hallo, ich bin Leon. Ich habe ein Experiment, aber ich habe ein kleines Problem. Ich kann teleportieren, aber ich muss einen Knopf drücken. Könntest du das tun? Ist es zu viel verlangt? Okay. Ich warte, bis ich im Teleporter bin und dann lass das Zellenseparierungssystem laufen. Oh Gott, das klingt nicht gut. Oh, der Teleporter hat funktioniert. Ja, danke, Kumpel. Ich schuld dir was. Du hast du schon meine Einladung gesehen? Hast du nicht? Das ist unglaublich. Ich muss dir danken. Also, vielleicht wird das dir danken. Ein Ticket für die SS. Ja, danke. Das ist für die SSN, die in der Red Ribbon Basis liegt. Ich habe gehört, da sind viele Trainer an Bord. Die haben mich für ihre Party eingeladen. Aber ich kann diese Fancy Dudes nicht ausstehen. Also warum gehst du nicht statt mir? Geh und hab eine schöne Zeit. Danke. Achso, das, ja, das sind nur so Standardtexte, beziehungsweise er hat gesagt, das Wasser ist grün, dank Dr. Briefs können alle daran teilhaben. Da können sie leben wie früher auf Namek. Problem ist, ich habe keinen Phaser gefangen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die Arena. Wir müssen ja Piccolo trainieren, das heißt, den packe ich vor. Ich bin der Erste. Lass es uns angehen. Oh Gott, der zieht richtig ab. Ja, das war's dann wieder mit Piccolo. Son Gohan, wärst du so freundlich, dich gerade mal um Dodoria zu kümmern? Danke. Und Zabamek. Keine Sorge, ich beschleunige nicht im Kampf mit der Arena-Leiterin. Ich frage mich auch, wer hier jetzt Arena-Leiter ist. Vielleicht Bulma. Das sieht nicht nach Bulma aus. Ich bin mehr als genug für dich. Oh, Rekum. Da laden wir erstmal Energie auf. Höllenspirale. So, und jetzt noch mit dem Kick weg mit Rekum.
Sorry, ist oder ist Ginyu? Ach, das soll wahrscheinlich hier, wie heißt da, Dende sein. Da war ein bisschen verkrampft. Oder Oberältester. Willkommen, junges Kind. Also bist du gekommen, um mich zu bekämpfen? Du enttäuschst mich bitte nicht. Wenn du mit mir kämpfen willst, dann nutze dein Bestes. Meine Kämpfer werden sich nicht zurückhalten, dich mit all ihrer Kraft zu vernichten. Muri, ja, das ist, glaube ich, der Oberälteste. Und er hat einen Ginyu dabei, oha. Was war das? Shunkan? Naja, es hat uns nicht umgebracht und wir haben Energie für die Höllenspirale gesammelt. Wart's nur ab, Ginyu. Wie, wir haben verfehlt. Okay, nochmal können wir nicht warten. Wenn wir das überhaupt überleben. Kann er jetzt keinen Körpertausch einsetzen? Nee. Das war's leider für Piccolo. Von Ginyu besiegt. Welch eine Schande. Na gut, Yamchu, du übernimmst das. Yamchu ist langsamer als Ginyu. Auf gleichem Level. Das ist natürlich furchtbar. Aber mit der Wolfszahnfaust natürlich auch sehr, sehr stark. Satan Drink. Och nee, der hat ihn voll geheilt. Und wir kriegen natürlich hier seinen komischen Shunkan ab. Hoffentlich überlebt Yamchu das. Dann können wir mit unserem Geisterball ihn erledigen. Und zum Schluss wahrscheinlich jetzt Freezer, ne? Ja, ich hab's gewusst. Welche Form? Erste Form, okay. Erste Form geht noch. Und Kampfattacken sind sehr effektiv. Ki-Bomber, ja gut. Das macht nichts. Yamchu hat sich gut geschlagen. Krillin bringt es zu Ende. Auch wenn der Level 21 ist. Der hat eine Schwäche gegen Kampfattacken. Ja, da hat Krillin ihn erledigt. So hätte es damals ausgehen sollen. Krillin macht Freezer platt. Wow, du bist stark. Alles klar. Du kannst den Namek-Orden haben. Der zeigt, dass du mich besiegt hast. Der Namek-Orden lässt Kämpfer dir gehorchen bis zu Level 30. Auch Auszeiler, die du in Tauschen bekommen hast. Und jetzt kannst du Zerschneider auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Du kannst auch meine Lieblings-TM haben. I-Beam, oh cool. Use it on. Also benutze es bei namekianischen Kämpfern. Jetzt würde mich aber interessieren, wo kriege ich Freezer? Oder muss ich den angeln? Das wäre ja auch schön, wenn ich den angeln müsste. Kriege ich hier auch Schaufler? Achso, stimmt, die haben ja den Schaufler gestohlen. Hey, bleib weg! Ich bin nicht. Es ist nicht dein Garten, hä? Ich? Ich bin nur ein unschuldiger Nebenständer. Du glaubst mir nicht? Nee, Schuh, ich glaub dir nicht. Ich hätte wirklich gern mal einen Cooler, weil ich würde unheimlich gerne Dings austauschen. Oh, der kann inzwischen angreifen. Was kann er denn? Thief! Ach, ich kann jetzt Diebstahl. Nee, komm, Body Slam. Stopp, ich gebe auf. Ich werde ruhig verschwinden. Hier ist die TM, die ich gestohlen habe. So, ich gebe sie aber zurück. Was weg ist, ist weg. Ich habe beigebracht. Hey, ich habe entschieden, Ich habe mich entschieden, Cyberman beizubringen, wie man ohne eine TM-Schaufel einsetzt. Aber ich will es dir wiedergeben. So. Okay. Dementsprechend können wir weiter. Gibt's ja
Ach stimmt, hier gibt's ja auch noch. Ah, hier gibt's Guldo. Oh. Entschuldige, Guldo. Der kann I-Beam? Na gut. Fangen wir uns mal. Was? Ich sage, wir fangen uns jetzt einen Guldo. Danke. Dieser merkwürdige und. Merkwürdigen und kleinen. Dieses merkwürdige und kleine Wesen hat 4 Augen. Seine psychischen Kräfte können sogar die Zeit stoppen. Oder ist das hier je nach Grasebene ein Mitglied? Nee. Das hätte ich auch cool gefunden, wenn hier je nach Gras praktisch ein Mitglied des Genio-Sonderkommando gewesen wäre. Aber. Hey, ich habe jetzt eigentlich noch mit einem Recom oder so gerechnet. Oder vielleicht Bata oder. Ich weiß ja nicht. Jeez. Oh, jeez. Nee. Ist nicht. Hier gibt es nur haufenweise Guldos. Und Guldos will ich nicht. Ich möchte Drum wirklich ersetzen, aber. Nicht so. So, kann man. Hier kann man rein. Oh, cool. Ja, du darfst einen meiner Kämpfer behalten. Kümmer dich um Trommel. Was sagen eigentlich hier die Wachen? Achso, die Route ist gesperrt. Hey, hast du Osaru? Würdest du ihn gegen meinen Slug tauschen? Ah, so kriege ich also Slug. Da muss ich ja mit dem Mondstein und Osaru machen. Leute verlieren viel in der Dunkelheit des Untergrundpfades. Oh, hier ist. Das ist dann diese Red Ribbon Basis in den. Im Norden. Oh, es ist zu kalt. Bioman? Ist das die Weiterentwicklung der Pflanzenmänner? Können die das? Auf jeden Fall halten sie alle nicht viel aus. Oh, hier gibt's die Cyborgs. Okay. C14 hält auf jeden Fall eine ganze Menge aus. Ich glaube, den fange ich mir jetzt. Aber blöd, dann gucke ich nochmal, wo ich Freezer herkriege. C14 wurde gefangen, ja. Er wurde geschaffen. Vom Computer von Dr. Gero. Er ist sehr stark im Nahkampf. Ja, den haben wir jetzt automatisch im Team. Aber das reicht mal für diesen Part. Ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben und sagt bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Dragon Ball Team Training. Bis dann, euer Wolf.